Cookies Budget für dieses Video hat nicht hergegeben, dass ich dafür extra eine Eigentumswohnung kaufe. Und dann haben wir vor allem die Montageplatten mit dem zarten Geräusch. Ich habe irgendwann die Lektion gelernt, niemals die Schuld irgendwo anders zu suchen, wenn ich die Elektroinstallation gemacht habe. Nachdem meine Videos zum Nuki Türschloss ganz gut angekommen sind, hat Nuki mich gebeten, auch mal den Opener auszuprobieren. Und jetzt ist allerdings die Tatsache, dass ich mir ja extra ein Haus gekauft habe, um diese ganze Türsummerproblematik zu umgehen und einfach ein smartes Türschloss haben zu können. Hätte ich gewusst, dass sie den Opener in der Pipeline hätten, hätte ich das vielleicht nochmal überdacht. Also den Plan, ein Haus zu kaufen. Mein Haus selbst ist überdacht. Jedenfalls haben wir keine Summeranlage mehr im Haus und Nukis Budget für dieses Video hat nicht hergegeben, dass ich dafür extra eine Eigentumswohnung kaufe. Also fahren wir heute zu Kim nach Hamburg, um da seine Tür smart zu machen. Und die noch bessere Nachricht für dich ist, ich habe drei von diesen Kombinationen, einmal aus der Nuki-Kombo und dem Opener, unter meinen Zuschauern zu vergeben für einen Zuschauertest. Also bleib bis zum Ende des Videos dran, dann weißt du A, wie die Installation läuft oder wie du sie nicht machen solltest, je nachdem wie der Tag in Hamburg verläuft. Und B, wie du selber in den Genuss dieser Anlage kommen kannst. Jetzt fahren wir jedenfalls erstmal los. 120 Kilometer, während das Intro läuft. Das wird Sport. So, da sind wir. Hier wohnt Kim. Hier ist die Tür. Hier ist der Opener. Und ich würde sagen, die Tür hat dringend ein Upgrade nötig. Schauen wir mal rein. So, jetzt sind wir bei Kim in der Wohnung. Der muss aber erstmal arbeiten. Also würde ich sagen, packen wir erstmal die Komponenten aus und bauen die an, bevor wir das Ganze dann mit seinem Handy einrichten. Das sind die beiden Dinge, die wir aufbauen. Das ist einmal die aktuelle Nuki-Kombo aus dem Smart Lock und der Bridge und das ist einmal der Nuki Opener. Und wenn du mehr zu dem Smart Lock wissen willst, kannst du dir hier mein ursprüngliches Video dazu anschauen. Aber in der Kurzfassung ist die Idee, dass die Tür aufgeschlossen wird, wenn du die Automatik-Modi anlässt, wenn du darauf zugehst, so dass du ohne Schlüssel aus dem Haus gehen kannst. Was ich tatsächlich, seitdem ich das habe, auch nahezu immer mache. Das hilft dir natürlich nicht besonders viel, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, weil es immer noch unten die Haupthaustür gibt. Und da kommt der Opener ins Spiel. Der wird mit so ein paar Drähten mit deinem eigentlichen Türsummer verbunden. Und wenn dein Handy dann merkt, dass du in die Nähe deiner Wohnung kommst, wird für das erste Klingeln danach direkt der Summer betätigt. Und obendrauf gibt es noch ein paar Komfortfunktionen und was auch immer sich die fähigen Leute bei Nuki noch so ausgedacht haben. Das schauen wir uns aber gleich an, wenn das alles installiert und eingerichtet ist und wir mit der App ein bisschen rumspielen können. Und jetzt bauen wir das Ganze erstmal an. Kims Schließzylinder guckt in so ein paar Millimeter mehr raus. Das heißt, wir können die Schraubmontageplatte des Nukis nutzen und müssen nicht kleben. Das ist ganz praktisch. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Opener funktioniert. Das habe ich ja auch noch nie gemacht. So, dann schauen wir einmal bei der Kombo rein. Dann war einmal die Bridge. Dann haben wir das eigentliche Schloss. Und dann haben wir vor allem die Montageplatten mit dem zarten Geräusch, wo es einmal die Klebemöglichkeit für die Planenschlösser gibt und die Möglichkeit, das Ganze hier mit drei Schrauben an so einem Schließzylinder festzuschrauben. Das ist die, die hier zum Einsatz kommt. Für Profis wie mich, die natürlich ohne Werkzeug aus dem Haus gehen, liegt der Inbusschlüssel bei und der Magnet für den Türsensor. Spannender ist aber ja eigentlich, was hier drin ist, weil das weiß ich auch nicht. Dann haben wir einmal den Opener. Oh, der sieht im Prinzip aus wie die Bridge, ein bisschen größer. Ein bisschen flacher, hinten mit der Möglichkeit, ihn aufzukleben. Und da kommt nichts mehr. Dann haben wir hier noch die Packung, ebenfalls mit Theorie und ebenfalls mit Werkzeug. Dann hier irgendeine Klemme, einem Draht und Schrauben. Weiß auch nicht, falls dir das Kleben zu temporär ist. Wir schauen mal. Aber ich habe ja das Nuki Keypad mit dem Kleber bei uns außen an die Fassade geklebt. Das wird hier schon halten. Ach so, Installation finden wir in der App. Das hält ja so. So, wir haben die Bridge jetzt gekoppelt. Jetzt müssen wir erstmal die Gegensprechanlage aufbekommen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, das war nicht so wild. Dann hat uns die App gerade wirklich super durch die Installation geführt. Also genau für diese spezielle Klingelanlage, die hier verbaut ist. Die wählt man am Anfang einmal aus und dann wird auch einem elektronisch eingeschränkten Menschen wie mir genau gezeigt, welcher Draht wohin muss und was wie ist. Kims Handy ist auf Englisch, sonst bekämst du das alles sicher auch auf Deutsch zu sehen. Als das mit den Drähten dann alles durch war, haben wir den Opener an den
Regenbogendraht geklemmt. Und es gab natürlich einen Fehler. Die App hat dann großzügig vorgeschlagen, dass wir eine alternative Verkabelungsmöglichkeit ausprobieren. Ich war allerdings weniger zuversichtlich, dass ich alles richtig gemacht habe und habe dann lieber nochmal alle Klemmen kontrolliert und musste feststellen, dass ich da nicht sauber gearbeitet habe. Und als ich das dann korrigiert hatte, siehe da, ging alles. Ich habe irgendwann die Lektion gelernt, niemals die Schuld irgendwo anders zu suchen, wenn ich die Elektroinstallation gemacht habe. Wir haben dann noch die restliche Konfiguration mit der App einmal durchgespielt, was auch beinhaltete, einmal runterzulaufen, an der Tür zu klingeln und zu sehen, ob alles so funktionierte, wie es sollte. Das tat es. Dann haben wir noch eben oben das Nuki an der Wohnungstür installiert und dann haben wir einen Testlauf gemacht und dafür einen kleinen Spaziergang von der Wohnung weg, so dass sich das alles scharf schaltet und dass es Kim als abwesend erkennt. Als kleinen zusätzlichen Nervenkitzel haben wir natürlich absichtlich den Schlüssel in der Wohnung liegen lassen. Jedenfalls sind wir dann zurück zur Wohnung, haben einmal geklingelt und dann ging auch die Tür kurz danach auf. Wir sind hoch vor die Wohnungstür und da hat es noch einen kleinen Moment gedauert, bis die dann aufgesprungen ist. Allerdings war das auch bei mir so, dass ich das irgendwie die ersten Tage erst so ein bisschen eingrooven musste und rausfinden, wann es die Tür wirklich öffnen sollte. Keine Ahnung, wie es das macht. Aber es wurde besser nach ein paar Tagen. Ich bin dann frohen Mutes wieder nach Hause und hier sitze ich jetzt. Und jetzt kommt der Teil, der für dich wahrscheinlich noch ein bisschen spannender ist. Meine letzten Videos zu dem Nuki-Türschloss habe ich an meiner eigenen Haustür getestet, weil ich es testen wollte und weil ich mir auch eine Meinung bilden konnte, die ich euch präsentiere. Bei dem heutigen Video hat ja Nuki einerseits ein bisschen nachgeholfen, dass ich das Video dazu mache und andererseits kann ich das nicht wirklich selber bei mir testen. Also ist die Frage, wie belastbar ist eine Testaussage von mir. Aber genau das möchte Nuki, einen glaubwürdigen Test. Und deswegen kommst du ins Spiel. Ich habe drei dieser Kombinationen, also einmal aus der Nuki Combo 2.0 und aus dem Nuki Opener unter meinen Zuschauern zu vergeben, um damit einen Zuschauertest durchzuführen, damit wir auf eure Meinungen zurückgreifen können. Und als kleine Entschädigung für deinen Aufwand darfst du das Set aus diesen beiden Paketen mit einem Straßenwert von 349 Euro im Anschluss an diesen Zuschauertest behalten. Es gibt auch nur zwei Bedingungen. Also eigentlich gibt es ein paar mehr Bedingungen, aber zwei wichtige. Die erste ist, du wohnst in einem Mehrfamilienhaus oder irgendwo, wo du den Nuki Opener einbauen kannst und auch in einem Haus, wo eben das kompatibel ist. Dafür habe ich dir unten einen kleinen Kompatibilitätscheck in der Videobeschreibung verlinkt. Den müsstest du einmal durchlaufen, um sicherstellen zu können, dass du den Opener bei dir auch installieren kannst. Und der zweite Punkt ist, dass wenn du ausgewählt wirst, du bereit bist, nach ein paar Wochen Testzeitraum, die du dann Zeit hast, das Ganze auf dich wirken zu lassen und damit zusammenzuleben, einen kleinen Testbericht im Video festzuhalten. Du musst da nichts Großes machen, du musst auch nicht selber in dem Video auftauchen, du kannst einfach dein Handy nehmen und das Ganze filmen und beschreiben, wie der Einbau war, wie sich das bei dir im Alltag schlägt. Das ist schon alles. Du musst nur dann eben diese Sachen mir zukommen lassen, so dass ich die in einem Video verwursten kann, das dann wieder hier auf dem Kanal landet, so dass wir alle erfahren können, wie sich der Nuki Opener tatsächlich realistisch im Alltag schlägt. Wenn diese beiden Punkte auf dich zutreffen, dann habe ich dir unten in der Videobeschreibung eine Seite verlinkt, auf der ich nochmal zusammengetragen habe, was die ganz genauen Bedingungen sind. Und auch ein Formular, wo du dich dann anmelden kannst als Interessierter für den Zuschauertest. Eine kleine Besonderheit gibt es noch. Eins dieser drei Sets werde ich unter meinen Kanalmitgliedern vergeben. Also wenn du jemand bist, der diesen YouTube-Kanal zusätzlich unterstützt, dann hast du eine etwas bessere Chance, an ein solches Paket zu kommen. Die Bedingungen gelten allerdings trotzdem. Auch du musst eine kompatible Haustür haben und bereit sein, im Video-Review aufzutauchen. Ich zeige dir nur einen Weg, auf wie du die Wahrscheinlichkeit steigern kannst, dass du in den Genuss eines der drei Testsets kommst. Wie gesagt, alles weitere zu den Teilnahmebedingungen, dem Teilnahmeschluss und auch der zu erwartenden Deadline für das Video-Review findest du alles auf dem Link unten. Zur Einrichtung und der Installation kann ich auf jeden Fall sagen, dass das sehr viel einfacher war, als der Packungsinhalt mich glauben ließ. Nachdem ich das ausgepackt hatte und dieses regenbogenfarbene Flachbandkabel gesehen habe, habe ich gedacht, oha, ob das mal alles klappt. Aber die Tatsache, dass die App dich tatsächlich genau durch die Installation an deiner Klingelanlage führt, hat für mich bedeutet, dass auch jemand mit zwei elektrisch negativ geladenen Händen, dass auch ich das problemlos hinbekomme.
Als weiterhin sehr zufriedener Nuki-Nutzer fände ich es ja auch spannend, das Ganze bei mir zu Hause zu nutzen. Aber dafür jetzt wieder in eine Mietwohnung zu ziehen, wäre mir vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand. Man kann einfach nicht alles haben im Leben. Danke an Nuki für die Unterstützung dieses Kanals und für all diejenigen unter euch, die das Testfazit nicht verpassen wollen oder zukünftige Aktionen dieser Art, denen möchte ich wärmstens ans Herz legen, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst du auch weitere Videos zur Technik für zu Hause nicht. Und bis es weitergeht, kannst du hier weiterschauen. Oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.